Ich glaube, jeder, der Brettspiele spielt, der gerne sammelt, kennt so Dinge wie... Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier auf der Messe. Wir sind hier bei Dachshund Games und wir haben hier die Sabrina, die erklärt uns jetzt, wie das Spiel... Mint Condition. Funktioniert. Ja. Ja, wie geht das jetzt? Ja, also, wir haben uns gedacht, so ein bisschen der Slogan von der Messe und auch der Slogan für alle Leute, die gerne spielen. Alle Dinge brauchen Liebe, so auch unsere gut gehegte Brettspielsammlung, die wir ja wahrscheinlich alle in mehr oder minder großen Mengen zu Hause haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, als unser Erstlingswerk widmen wir uns dem schönsten Hobby der Welt, dem Brettspielen. Und wir versuchen in diesem Karten-Drafting-Spiel mit Set-Collection-Komponente unsere heißgeliebte Brettspielsammlung vor den bösen, bösen Schäden der Spieltische zu schützen. Ich glaube, jeder, der Brettspiele spielt, der gerne sammelt, kennt so Dinge wie... Ja, wenn die geliebten Haustiere mal in die Box springen oder ja, die Nichte mit den Wachsmalstiften auf der Box rumschmiert, das ist dann nicht mehr so schön. Oder die Leute, die wir alle gar nicht mögen, die am Tisch oder nachdem sie zurück an den Tisch kommen, geraucht haben, das ist immer so ein bisschen schwierig. Oder schön die Chips-Schüssel hier greifen, ne? Und Chips-Schüssel. Die Snackfingers, die Leute, die die Hände nicht von den fettigen Dingen lassen können. Das umgefallene Getränk, was dann über unsere schönen Lords of Waterdeep Karten verschüttet wird. Also ganz grausig. Und vor diesen Gefahren versuchen wir uns über 3 Runden lang zu schützen. Das heißt, in dem Spiel ist es ein bisschen umgedreht. Wir versuchen nicht, die meisten Punkte zu bekommen, sondern wir versuchen tatsächlich den wenigsten Schaden, also die wenigsten Punkte am Ende von Runde 3 generiert zu haben. In einem Spiel mit, ich sehe, wir sind voll besetzt, also ich glaube 5 Personen, erhält jeder. Ich muss einmal die Regel konsultieren. Alles gut, alles gut. Erhält jeder 6 Karten. Also du hast zu Beginn jeder Runde eine Kartenhand, die besteht aus 6 Karten. Du selektierst dir eine dieser Karten, legst diese verdeckt vor dir aus und gibst die restlichen Karten in der ersten Runde, wie ihr hier seht auf der Karte, an deinen rechten Nachbarn weiter. In der zweiten Runde dann nach links und in der dritten Runde wieder nach rechts. Wenn das alle getan haben, decken wir unsere Karte auf und sammeln die Karten entsprechend der Symbole vor uns in einer persönlichen Auslage. Und am Ende der ersten Runde wird jede Auslage des Spielers einmal gewertet und die entsprechenden Schadenspunkte werden notiert. Und das machen wir 3 Runden lang. Und wer dann am besten aufgepasst hat, der hat die schönste Brettspielsammlung in hoffentlich noch Mint Condition und ist dann der Gewinner. Ich gebe einen kurzen Overview über die Karten. Es gibt, das sind die Kartensymbole, die ihr dann auch immer seht, wenn ihr die Karten auffächert, also da könnt ihr euch leicht orientieren. Das Symbol in den Flammen definiert den Schadenswert, den ihr nehmt, wenn ihr die Karte ausspielt. Und dieses Symbol in den Karten sagt euch, ab wie viel Karten dieser Schaden zum Tragen kommt. Das heißt, ein umgefallenes Glas, Rotwein, Bier, Wasser, wie auch immer, 2 Schadenspunkte. Dann eine zerrissene Karte, da verhält es sich genauso. Das ist noch weniger schön, wenn Material kaputt geht. Deswegen ab einer Karte 4 Schadenspunkte. Das sind die Karten, die sehr straightforward sind. Dann gibt es Sammelkarten. Das sind einmal unsere geliebten Katzen, die sich in die Brettspielkartons reinmuggeln, würde ich mal sagen. Eine Karte ist alles gut, süß, lustig. Wir machen tolle Fotos für Insta. Die zweite Katze ist auch gut. Ab der dritten Katze wird es dann doch ein bisschen haarig, deswegen ab der dritten Karte ist dieses komplette Set 6 Schadenspunkte wert. Genauso bei dem Autogramm, wenn Vita Lacerda mein Spiel unterschreibt, finde ich das total super, aber wenn meine Nichte da mit Wachsmalstiften drauf schmiert, finde ich das nicht mehr so gut, deswegen ab der zweiten Karte sind es 5 Schadenspunkte. Die Snackfingers-Karte, da verhält es sich so: ab der ersten Karte ist alles schön,
Hast du aber zwei oder mehr Karten, gibt jede einzelne Karte dir 3 Schadenspunkte. Also das ist richtig eklig. Dann gibt es die Smoking Kills Karte. Rauchen, der edukative Aspekt. Rauchen ist nicht gut. Das gefährdet eure Gesundheit, ist teuer und stinkt. Liebe Kinder, deswegen Rauchen am Tisch fügt dir natürlich selber gesundheitlich sehr viel Schaden zu, aber dein linker und dein rechter Nachbar freut sich auch nicht so wirklich, wenn du den Glimmstängel anmachst. Deswegen 3 Schadenspunkte auch für deine Nachbarn. Dann gibt es Sammelkarten. Das ist einmal die Heavy Rotation Karte. Du kannst es dir so vorstellen, bei uns Lords of Waterdeep zum Beispiel ist schon so oft gespielt worden und so abgerockt, aber wir haben so viele schöne Momente mit diesem Spiel gehabt, dass es uns irgendwann egal wird, wie abgerockt das Spiel ist. Hast du eine Karte, es ist ein Schaden, 2 Karten sind 3 Schaden. Schaffst du es auf 4 Karten zu sammeln, hast du entsprechend 0 Schadenspunkte. Ähnlich ist es bei den schönen Erinnerungen, die wir sammeln, wenn wir spielen. Ich hoffe, ihr sammelt während der 4 Tage auf der Spiel ganz, ganz viele schöne Erinnerungen und verbringt eine gute Zeit mit euren liebsten Freunden und Spielgefährten. Schaffst du es, ein Set von 3 zu sammeln, hast du so viele schöne Erinnerungen, dass du keine Schadenspunkte hast. Hast du weniger als 3 Karten, sind es allerdings 7 Schadenspunkte. Und dann gibt es noch die Be Careful Karte, das ist quasi so ein bisschen der Staubwedel, sage ich jetzt mal. Also wie stark hegst und pflegst du deine Brettspielsammlung? Das ist eine Karte, die man gerne haben möchte. Also wenn man die Möglichkeit hat, sie zu sammeln, sollte man es tun. Der die meisten Karten hat am Ende von jeder Runde, bekommt 0 Schaden. Der ein bisschen aufpasst, der bekommt entsprechend 3 Schadenspunkte. Und der gar nicht sorgsam umgeht, also gar keine Karten gesammelt hat, 5 Schadenspunkte. Dann gibt es noch die Sleeve Me Up Karte. Nicht als erste Karte spielbar. Wenn du diese Karte ausspielst, dann kannst du eine bereits ausliegende Karte, wenn du dir zum Beispiel denkst, jetzt liegen hier 2 schöne Erinnerungen, ich schaff's nicht mehr auf die 3 Stück zu sammeln, dann kannst du damit eine Karte absleeven und aus dem Spiel entfernen. Kann natürlich passieren, dass die eine dann da trotzdem noch liegt und du dann am Ende trotzdem 7 Schadenspunkte hast. Ich glaube, das waren alle Karten, die... Nein, das waren nicht alle Karten, aber ihr seid ja alle erfahrene Spieler, deswegen sortiere ich sie jetzt auch nicht aus. Das ist die Lost Pieces Karte. Die Lost Pieces Karte kannst du dir erdraften. Und wenn du dann in einem nächsten Zug Karten auf der Hand hast, darfst du die Lost Pieces Karte zurücknehmen und dir 2 andere Karten aussuchen. Das heißt, du tauscht quasi den verlorenen Miepel mit einem selbstgebastelten Holz-Kastanientier. Ich weiß es nicht. Sehr thematisch, ja. Ja. Also wir haben es versucht, sehr thematisch zu halten. Wir haben versucht, viele Situationen aus dem Brettspielalltag darzustellen. Bunt, farbenfroh, fröhlich, das war uns wichtig. Und jetzt bräuchte ich einmal den freundlichen Mischer, der die Karten einmal schön zusammen mischt. Und dann können wir loslegen, ja. Ich würde sagen, wir beide spielen auf Grau. So. Falls jemand das braucht, hier ist auch nochmal eine Kartenübersicht, also eine Kartenanatomie, wie die Karten aufgebaut sind, Schadenswerte, ab wann triggert der Schaden und bei was für einer Setgröße. Und das untere kleine Symbol könnt ihr ignorieren. Das ist ein Symbol für eine Spielervariante, die wir noch eingebaut haben, um ein bisschen mehr Abwechslung den Spielern zu bieten. Also jeder erhält 6 Karten. Ja, das sind meine. Super, nehmen wir sofort. Die sehen schon mal gut aus. So. Ja. Ja. Sehen gut aus. Also die Be Careful Karten möchte man gerne haben, weil wenn man sich natürlich gut kümmert und dann am Ende die meisten Karten hat, ist das natürlich... Ich glaube, wir geben nach... Na, in die andere Richtung. Nach rechts, ja. Entscheide ich mich dafür. Schade. Genau, und
Ihr bekommt natürlich auch noch als letzte Karte von eurem Nachbarn, also ich bekomme hier von der netten, wie heißt du? Enrique. Von der netten Enrique noch eine nicht so schöne Karte wahrscheinlich zugespielt. Oder sie ist nett und hilft uns. Ja, guck mal, alle haben das mit dem Sorgsamsein schon entsprechend verstanden. Ja, sich zwei Karten auf die Hand zu nehmen. Wollen wir das? Wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Ja. Aber einmal ist nicht so schlimm. Wenn es dabei bleibt, ja. Ich nehme mal die. Sonst hat der nette Herr keine so große Auswahl. Alle anderen kriegen drei, also man hat gar keine. Genau, richtig. Oh, da werden schöne Erinnerungen gesammelt. Ich weiß nicht, ob das bei zwei Leuten aufgeht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, noch ein paar Fotos machen da hinten. Ne? Was machen wir? Wir haben ja da so irgendwas. Ja, wir hatten uns überlegt, da ja unser Verlagslogo quasi ein Hund ist, hatten wir uns überlegt, ob wir eine Hunde- oder eine Katzenkarte machen. Es ist dann die Katze geworden, weil die ja doch sehr... bei sehr vielen Brettspielbesitzern doch im Haushalt sich rumtummelt. Und ja, die gehen eher so in so Kartons rein. Ne? Hunde, wenn sie klein genug sind, vielleicht. Hunde würde reinpassen, aber... unserer nicht, ja. Dann können wir nicht mehr auf die Verkaufsschilder schreiben, tierfreier Nichtraucherhaushalt. Höchstens, wenn man Gloomhaven spielt. Nee, dafür ist ein Golden Retriever auch zu groß. Ja, das. Enrique weiß noch nicht, ob sie die gute Karte oder die weniger gute Karte oder die ganz schlechte Karte nimmt. Bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ja, ich glaube, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Oh Gott. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, wir sleeven mal was ab. Aber da muss ich die noch ausspielen. Zack, zack, zack. Ich bin nicht verstanden. Gerne. Wenn du die Karte ausspielst in deiner Auslage, kannst du, wenn du vom Daniel Karten bekommst, diese Karte wieder zurückgeben. Und du nimmst dir zwei Karten. Guck mal, was passiert. Du bist jetzt in Runde 5, ne? Ja, ich habe natürlich was weggesleeved, deswegen bin ich... Ich bin jetzt aber auch in 5. So, dann nehme ich doch das. Mhm. Bin gut, ja. Weiter. So, jetzt haben die das gemacht da vorne. Bei der letzten Karte macht natürlich mehr Sinn, die Karte als erste Karte zu spielen. Dann hast du noch eine größere Auswahl. Aber sieht schön aus in dem Grün. Nehmen die jetzt wieder? Ich erkläre die gleich nochmal. Er hat nur noch eine Karte, deswegen... Ja, beim Draften ist es natürlich... Es geht dann ein bisschen drunter und drüber. Nein, du nimmst die Karte auf, wenn du noch eine Auswahl aus mindestens zwei Karten in deiner Hand hast. Ansonsten ist die Karte einfach 3 Schadenspunkte wert, wenn sie da noch liegt. Dann hast du einfach ein paar Miepel verloren. Die letzten müssen wir einfach immer diese Raucher. Das war natürlich blöd. Ist richtig. Was passiert denn? Da sind dann zwei Wahlen beim Laufen. Ich muss einmal meinen. Oh ja, natürlich. Ja, hier. Hallo, Herr Ehemann. Ja, natürlich auch. Ja. Wunderbar, haben wir noch ein Gesicht. Sehr schön. Ich spreche einfach mal off-frame, oder bin ich drin? Ja, natürlich, genau, ja. Du musst jetzt hier Punktevergabe machen. Und bei uns mehr, ne? Oder wie war, ne, weniger. Dann gewinnt man ja. Und was habt ihr denn gespielt? Win Condition, was für eine Frage. Nein, ja klar, okay. Was haben wir gespielt hier? Ihr wart 5 Spieler. Ja. Habt mit der Smoking Kills Karte gespielt. In nicht mit der Lucky Variante. So, zuerst schauen wir uns mal an, wie sorgsam ihr mit eurer Brettspielsammlung umgegangen seid. Dazu schauen wir uns die Be Careful-Karten an. Okay, ich tippe jetzt die Namen nicht ein, weil das... Hallo Player 1. Das heißt, du hast 0 Punkte gemacht. Du hast auch 0 Punkte gemacht und damit hast du auch 0 Punkte. Du hast leider... Und Sabrina war nur so ein bisschen sorgsam. Dann ist die große Frage, hat jemand von euch geraucht? Ja. Ja. Alle hier.
aufpassen. Nein, und ich bin das auch. Deine Nachbarn rauchen natürlich. Wir haben mal geraucht, ich hab gelitten. Genau. Passiv mit. Deswegen erhältst du entsprechend 7 Schaden und deine beiden Nachbarn erhalten 3 Schaden. Teile das, ja. Jetzt wertet jeder, am besten beginnend bei Spieler 1, seine gesamte Kartenauslage und guckt halt, wie viel Schaden er gemacht hat. Das ist nichts, weil ich nur eine habe. Wir haben von Uwe Rosenberg, das ist super. Und ja. Aber der ist kaputt gegangen, das sind 4. Ja. Da hast du 4 Schaden gemacht. Das ist ein guter Start, ne? 4. Eine hier vorne, 2 da vorne. Okay. Den haben wir ja gerade schon gewertet, genau. Sehr schön. Oh, wow, das sieht. Und was hat Sabrina? Team Suchtis hat. Team Suchtis hat einen. Das war gut. Das haben wir nicht schlecht gemacht, also du. Deswegen, wir können aber nicht schauen. Das ist richtig. Ja, aber ich kann das nicht, also das ist alles. Ja, super. Genau, und die Karten, die ihr jetzt in eurer Auslage liegen habt, die wandern quasi unter eure Brettspielsammlungskarte. Das heißt auch, die Karten sind dann nicht mehr im Spiel. Das heißt. Die kommen nur aus dem Spiel, es ist egal, wir zusammen, wir haben schon zusammen. Das ist für die Variante ist es egal. Hätten wir jetzt in der Variante Lucky gespielt, würde jede Karte, die du gesammelt hast, die mit deinem persönlichen Sammlungssymbol matcht, die Punkte nochmal reduzieren. Das heißt, du kannst nochmal ein bisschen taktieren. Die Karte bringt mir 2 Schaden, aber da ist auch mein Symbol drauf und ich will sie nicht dem Markus. Ich möchte sie nicht dem Markus überlassen. Deswegen ist das nochmal ein bisschen mehr Entscheidung für den Spieler. Das war uns halt auch wichtig, dass du nicht einfach nur stumm siehst, Karte, sondern man sollte schon ein bisschen auch sich anstrengen und gucken, was man da so auf der Hand hat. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt schon mal einen super Eindruck und erste Runde hier spielen können. Und vielen Dank. Dass ihr da wart. Ich hoffe, viele Leute kommen uns besuchen in Halle 5. Und ja. Das war Mint Condition. Danke.